So, ich bin jetzt mal Hörer, Hepterialot. Nein, bin ich nicht. Ich bin Boxer und ich würde sagen mir. Es liegt gerade und zwar ist es Hypercan. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber ich sag Hypercan. Und ja, heute zeige ich mir, wie man das alles bedient. Hier kann man jetzt einen Trocken abspielen, das Ding. Und hier kann man es bearbeiten. Na, ich will es neu mit. Ja, wie ihr seht, da kann man es hier schneiden. Tue ich eigentlich nie, ich schneide es, sondern ich mache Pause, wenn ich da mal was anderes machen muss. Aber schneiden muss ich, habe ich eigentlich noch nie gemacht und ich glaube, ich kann nichts machen. Also ich kenne ja eigentlich kaum weiß noch, man kann hier schneiden. Was ich nicht gesagt habe. Ja, ihr müsst nicht daran denken. Dieser Name ist total fake. Also denkt nicht daran, das ist einfach nur ein Scheiß. Oh Gott. Und ja. Hier sind die Optionen, weil Video kann man hier aufnehmen. Und so kann man ja alles auf seinen Bedürfnis einstellen, seine Aufnahme, Dagabe und so. In wo das reinkommen soll, die Videos. Keine Ahnung, keine Ahnung. Okay, Audio. Und so hier kann man den Ton aufnehmen. Wenn es jetzt keine X ist, dann kann man einen Schnitt also da wieder zurücksehen. So, hat er zum Beispiel geholfen. Und so wird es aussehen, wenn man das Ton jetzt aufnehmen würde. Hier ist das Gerät, mit dem man es aufnehmen würde, mit dem es mal aufnimmt. Ich mache es mit Mikrofon. Und ja, die Lautstärke ist die Hauptlautstärke. Die Ausgabeformat, bei mir ist das Ausgabeformat Auto. Und Audio-Komprimierung, Uncompressed Audio. Verzögerung, Audio kann man hier auch alles einstellen. Zielordner, Satellite, Extras, kann man hier die Extras einfügen, wie Sterngröße. Mausklick, hört man das? Ich weiß nicht, ich mach's mal kurz, ich sehe doch nicht. Und Explosion zum Mausklick. Boom! Keine Ahnung. Ja, das war's mal wieder mit diesem Teil und dann gehen wir mal zur Oberfläche und da kann man auch alles einstellen. Hypercam-Sprache hier einstellen. Schwenk. Okay, da. Und da hier die Aufnahme kann ich jetzt machen mit. Sag ich mal, mach mal F. Fick dich. Heilige Scheiße, ja, können wir mal so. No. Da. Da kann man es umstellen. Hier kann man die Erfassbereiche bei Mausbewegung schwenken und so kann man Tasten kriegt halt nicht. Sieht da, ich glaube, sieht jetzt anders aus, oder? Ja, das ist echt doch. Und ja, das war ein relativ kurzes Video. Das ist eigentlich jetzt Hypercam, ich habe jetzt die Testphase, ich habe keinen Bock, diesen das Normale zu leiten, obwohl ich kein richtiger Let's Play bin, deswegen reicht es auch so. Also. Eigentlich hätte ich jetzt auch gern Let's Plays über die bei der PS3 gemacht, mit einem guten Portal, nur gibt's da Probleme, und zwar kostet es die Sache zum Aufnehmen fast 200 Euro und dann noch ein Headset, das ich mir auch kaufen muss. Also ein Headset kriege ich auch schon. Bitte GTA 5. Okay. Damit sage ich jetzt tschüss, meine Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Genau, die auch alles. Er weiß auch nicht, wie man das alles macht. Und ja. Ihr sagt tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Part. Also ich mache jetzt sofort Happy Wheels weiter. Und wie ihr seht, Happy Wheels 4. Und ja. Tschüss. Und die Dateigröße ist hier und die Dauer, also wie lange man schon aufgenommen hat, ist da. Und tschüss, aber ich möchte noch was sagen. Wenn ihr jetzt nicht bestätigt habt, also ganz beim Account, dann sagen wir mal, ihr könnt Videos hochladen, aber ihr habt nicht allen Rest bestätigt, dann könnt ihr nur Videos über bis 15 Minuten hauen. Deswegen habe ich jetzt kein Video bis 15 Minuten und dann werde ich ein Special machen für eine Stunde, dann mache ich schon mal so ab der 14. Minute Pause und danach mache ich schon mal so Strich. 1 von 4, 2 von 4, 3 von 4, 4 von 4. Ja, und damit sage ich tschüss, wir sehen uns bald. Also bei Happy Wheels. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich bin euer Boxtrash. Ich bin übrig vom Boxtrash, besser gesagt. Und ja, 5 Minuten aufgenommen und 100 P.
30 MB. Ja. Tschüss.